Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Sternstunde mit meiner lieben Kollegin, der Anja. Hallo, liebe Bettina, ja, und mit dir, ganz genau. Ich freue Hallo, mich auf hallo. dieses Gespräch. Ja, und wir haben heute wieder einen ganz lieben Gast, die liebe Sonja Bruckner, ebenfalls Lebens- und Sozialberaterin, aber auch Sexualberaterin. Und du warst ja schon mal bei uns erst vor Ja. kurzem. Genau, und da sind wir drauf gekommen, das flutscht so wunderbar in unseren Gesprächen. Und wir wollen heute gerne mit dir, liebe Sonja, in ein sehr, ja, in einen Raum, sagen wir es mal so, in einen Raum eintauchen, wo wir euch, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht gleich mal zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen wollen. Schau gut auf dich. Vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest dieses Video in Etappen anschauen, immer wieder mal eine Pause machen. Und wenn du merkst, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Erwähnten von uns etwas in dir auslöst, dann bitten wir dich wirklich, Unterstützung dir zu holen. Entweder du gehst in die Sexualberatung, in die Lebens- und Sozialberatung. Oder du suchst vielleicht auch mal in der Schulmedizin einen Psychiater oder Psychotherapeuten auf. Wir wollen heute über das Thema Missbrauch sprechen. Wo können wir den Missbrauch sehen? Wo fängt er eigentlich an? Und wie können wir damit umgehen? Wie können wir, wenn wir so etwas Schlimmes erlebt haben, wie können wir es auch heilen. Ich möchte einfach mal jetzt so stehen lassen. Ja, liebe Sonja, wo fängt der Missbrauch eigentlich an? Wo fängt der Missbrauch eigentlich an? Das kommt natürlich jetzt auch darauf an, was wir unter Missbrauch verstehen. Verstehen wir unter Missbrauch tatsächlich sexuellen Missbrauch? Verstehen wir darunter auch Missbrauch auf verbaler Ebene zum Beispiel? Wie seht ihr das? Das komme ich gleich zu Beginn mit einer Gegenfrage. Was ist ein Missbrauch für euch? In meinen früheren Jahren hätte ich wirklich gedacht, eher Missbrauch an Vergewaltigung. In weiterer Folge, umso älter ich geworden bin, habe ich gemerkt, okay, Missbrauch findet aber bereits schon bei Schlägen, ja, statt. Und umso älter ich jetzt noch geworden bin, habe ich verstanden, dass Missbrauch schon auch in der Sprache oder auch nicht in der Sprache, sondern alleine nur aufgrund dessen, wie ich körperlich mich ausdrücke. Und manchmal braucht es nicht einmal Worte dazu und man merkt schon, oh Gott, jetzt keinen Schritt weiter oder kein Wort mehr. Und wenn du das immer wieder erfährst, dann macht das etwas mit dir. Vor allem, es schürt deine Ängste, deine Unsicherheit. Ja, sind so meine Erfahrungen. Wie ist das bei dir, Anja? Bei mir ist ja der Background, auch der berufliche Background, der emotionale Missbrauch. Das ist ja genau das, was nicht oder oft nicht ausgesprochen wird, sondern was so unterschwellig mitläuft durch zum Beispiel Liebesentzug der Eltern. Wenn du nicht tust, was ich will, dann. Und dieser emotionale Missbrauch ist etwas, was nicht nur im Familiensystem passiert, sondern eben auch in allen anderen Systemen immer wieder vorkommt, was so, ja, wie gesagt, so unterschwellig mitläuft, ja, wo die betroffen sind davon, viele Jahre gar nicht wissen, dass es ihnen tatsächlich passiert, gerade wenn es dann schon im Elternhaus passiert ist, dass man da so ganz viele Dinge einfach als selbstverständlich hinnimmt, dass man niedergemacht wird, dass man ja einfach als der Mensch, der man ist, nicht wahrgenommen wird, nicht gesehen wird, dass die Bedürfnisse runtergemacht werden. Das ist für mich dieser emotionale Missbrauch, der ja einfach genauso wie jeder andere Missbrauch ein lebenslanges Thema sein kann. Für mich hat Missbrauch auch ganz viel mit einem verschobenen Machtverhältnis zu tun.
Und ich glaube, das geht jetzt schon Richtung eben die Beantwortung der ersten Frage, wo Missbrauch auch beginnt, ja. Das beginnt für mich ganz, ganz häufig im Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses, ja. Sei es in einer Eltern-Kinder-Beziehung, in einer partnerschaftlichen Beziehung, wo es ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, ob das ein monetäres ist oder ein emotionales auch, so wie du das angesprochen hast, liebe Anja, oder ein Abhängigkeitsverhältnis, was die berufliche Weiterentwicklung zum Beispiel betrifft. Ja, also es hat ganz viel mit einem Machtverhältnis zu tun, das sich praktisch zum Nutzer gemacht wird. Und da sind wir sicher auf der einen Seite, bin mir gar nicht, na, das mag ich umformulieren, es ist für mich gar nicht so ein Spektrum, dass jetzt sozusagen Vergewaltigung das Schlimmste war. Ja, also es ist schlimm, bitte da nicht falsch verstehen. Und emotionaler Missbrauch kann auch wahnsinnig, wahnsinnig schlimm sein. Und ich mag tatsächlich das eine Leid gegen das andere Leid praktisch aufwiegen. Ja. Ich glaube, das kann man auch gar nicht abwägen, was ist schlimmer oder sonst irgendetwas, Überhaupt schon. weil alles eigentlich schlimm ist in dem Moment, wo der Mensch einfach nicht wahrgenommen wird als der oder die es ist und einfach über die eigenen Bedürfnisse gegangen wird und wo eben diese Macht ausgespielt wird. Und ich merke gerade, also ich kann echt sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, so etwas erlebt zu haben, aber trotzdem berührt es mich so sehr, dieses Thema. Und ich merke auch immer wieder, auch in meiner Begleitung als Lebens- und Sozialberaterin, wenn Frauen sich mir öffnen, wenn sie einen Missbrauch erlebt haben, wie viel Schmerz im Raum ist. Wie viel, ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil sie können es meistens auch nicht. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Geschichte. Ja? Da ist so viel passiert und oft fehlen uns dann die Worte, um das dann überhaupt kommunizieren zu können. Und für manche Frauen ist es sogar, obwohl sie jetzt vielleicht über 30, 40, 50 sind oder vielleicht noch älter, das allererste Mal, dass sie überhaupt davon erzählen, dass sie in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend eine solche Erfahrung machen mussten. So ist es, ja. Das passiert mir auch regelmäßig. Ich allerdings auch bei Männern. Nicht so häufig wie bei Frauen. Aber ich hatte auch schon Männer mit Missbrauchserfahrungen bei mir in der Praxis. Und ich glaube schon, dass das auch unsere Aufgabe als Lebens- und Sozialberaterinnen ist, das dem Ganzen auch Worte zu geben. Und obwohl wir uns über die Sensibilität des Themas natürlich bewusst sind, schon auch trauen, Sachen anzusprechen, Dinge in Worte zu packen, ja, Worte auch zu geben dafür und somit auch den Raum aufmachen für unser Gegenüber. Vielleicht greife ich da jetzt schon ein Stückchen vor, aber ich merke, dass oft die Frauen das Gefühl haben, sie seien schuld an dieser Situation, dass ihnen das widerfahren ist. Und damit finde ich, fängt es dann auch oft an, ihnen das klar zu machen und zwar nicht nur zu sagen, sondern so, dass sie es auch wirklich annehmen können. Und das braucht eben Zeit, dass es nicht um diese Frage der Schuld geht. Also für sie, sondern um die Frage, was ist dir widerfahren? Und das ist nicht in Ordnung, was man dir angetan hat. Und dafür braucht es einfach wirklich einen geschützten Raum und die Möglichkeit, sich in diesem Prozess auch zu erfahren und nicht es totzuschweigen. Auch die dazu passenden Emotionen dann zu erfahren. Ja.
Und auf der einen Seite eben geht es ums Ansprechen, und auf der anderen Seite geht es schon auch darum, dass wir so den Rahmen setzen können. Nein, das war nicht okay. Ja, Ja. auch zu validieren und auch das nochmal ganz klar auszusprechen. Auch wenn Menschen das rational oft wissen, ist das emotional etwas ganz etwas anderes. Und vielleicht haben wir dann später noch Zeit, auch darüber zu sprechen, was da innerpsychisch und vielleicht auch gesellschaftlich für Mechanismen ablaufen können, warum das eigentlich so ist. Ja. Aber in erster Linie geht es einmal überhaupt, den ganzen Worte zu geben, um da den Raum aufzumachen. Ja. Und ganz klar auch zu sagen, gut, darüber können wir da sprechen und dass wir das auch einordnen als Lebens- und Sozialberaterin. Ja. Und auch ganz klar sagen, ne, das ist nicht okay. Ja. Und solche Machtverhältnisse dann zum Beispiel auch transparent machen. Weil wie soll denn ein Kind bitte schuldig sein an irgendetwas? Ja. Oder eine Frau, die körperlich unterlegen ist zum Beispiel. Ja. Und da dann auch die Emotionen, sich schon auch trauen, auf die Emotionen einzugehen. Ja. Also gerade wie Bettina sagt, wenn das gerade ganz spät passiert, dass da das mal ausgesprochen wird, was da so teilweise ja jahrzehntelang mit sich rumgetragen wird, ja, ich weiß ja nicht, also dieses, so erlebe ich das, da ist ja eine Sprachlosigkeit da, ja, und dann ist das Schuldthema mit da, weil ich habe ja eine gewisse Zeit mitgemacht und dann habe ich es vielleicht nicht mehr handeln können. Und ich finde den Punkt, den sollten wir auf alle Fälle ansprechen, was das auch gesellschaftlich, was dahinter steckt oder wie das gesellschaftlich gesehen wird. Wir werden dadurch geprägt, ja. Also, und wenn wir bedenken, wo Missbrauch schon anfängt, ja, auch dieser emotionale Missbrauch zu Hause schon, dieses Unterdrücken oder nicht wahrnehmen, welche Bedürfnisse ich habe, meine Gefühle nicht ausleben dürfen, meine Grenzen dadurch nicht stecken können und da ja schon ein Machtverhältnis da ist und ich aber es nicht erlebe, wie ich meine Grenzen stecken darf, dann habe ich ja überhaupt keine Werkzeuge in entsprechenden Situationen, wie ich da adäquat agiere. Ja, und diese Erkenntnis, dass mir etwas passiert ist, das ist ja nicht nur das Schuldthema, es ist ja urpeinlich. Es ist ja so viel Scham da. Mir ist das passiert. Ja? Beziehungsweise auch wenn Kinder merken oft, irgendwas stimmt zu Hause nicht, gerade dann, wenn sie in anderen Familien sind. Aber sie haben dann das Gefühl, sie sind ja schuld. Also kann ich es nicht ansprechen. Wenn ich es aber anspreche, und das ist zum Beispiel in anderen Systemen außerhalb der Familie, wenn man dann mal anspricht, dass dieses Machtverhältnis irgendwie ausgenutzt wird, ach, stell dich mal nicht so an, was hast denn du dazu beigetragen? Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann brauchst du dich nicht wundern. Also man geht ja permanent drüber. Ja? Und irgendwann sitzt man dann vielleicht mal bei jemandem, dem man sich öffnet und sagt, mir ist das passiert. Und ich kann, und da mache ich ja keinen Hehl draus, aus diesem emotionalen Missbrauch in meinem Elternhaus, wie peinlich mir das lange war. Ja? Weil das ist ja etwas, warum passiert mir das? Womit habe ich das verdient? Bin ich zu blöd als Mensch, dass meine Eltern nicht haben anders reagieren können? Ja, und so habe ich manchmal das Gefühl, dass es den Klientinnen auch geht. Es ist mir peinlich, darüber zu sprechen. Mir ist das passiert. Ich bin sonst eine gestandene Frau am Leben. Aber da war eine Situation, die habe ich nicht mehr handeln können. Ich hätte ja gehen können. Vielleicht tatsächlich. Ja, also auch da also man findet Ausreden, sagen wir es mal so. Es werden so. Ich habe dann das nicht machen können und das war so und ich habe ja mitgemacht bis zu einem gewissen Punkt und dann habe ich aber gemerkt, mir taugt das nicht mehr und dann habe ich nicht Nein gesagt.
Aber Aber ist es ist das ja jetzt auch oft schwierig, Nein zu sagen, nicht noch dazu als absolut? Kind oder Jugendliche. Also du hast ja dann auch mit irgendwelchen Reaktionen dann zu rechnen, nicht? Dann gibt es vielleicht Schläge oder Bestrafungen oder dergleichen und dann beißt sich ja die Katze in den Schwanz, nicht? Also du lernst ja, dich der Situation dann anzupassen. Und das ist ja das Furchtbare. Das heißt, du gehst immer mehr in dieses krankmachende Feld. Ja, und Gott sei Dank, also in deinem Fall, Anja, Gott sei Dank hast du es geschafft, ja, da rauszukommen und deinen Heilungsweg, wenn ich das mal so nennen darf, zu finden, sodass du heute Menschen begleiten kannst und da wirklich eine starke, sichere Präsenz auch in dir mittlerweile trägst. Und das ist ja das wiederum, was du ja auch, finde ich, durch deine Beratungsstunden verkörperst, ja auch wenn du so etwas erlebt hast. Schau dir die Themen an, hab keine Angst davor. Und du wirst auf deine Art und Weise lernen, dieses Kapitel, dass es zu dir gehört, zu deinem Leben, aber es macht nichts mehr mit dir. Ja. Es löst nicht mehr den Schmerz, irgendwelche negativen Gedanken und aus. Aber dafür braucht es Zeit, um sich dem auch zu widmen. Es stimmt schon, dass das einer der Faktoren ist, warum Klientinnen wirklich da zu mir kommen und sagen, Ja. ja, sie haben einfach das Gefühl, sie werden verstanden, weil ich ja die Ja. Dinge auch anspreche, was ja. Zum Beispiel eine neue Klientin jetzt neulich zu mir und sagte, sie war bei 5 Psychotherapeuten und sie hat nicht darüber sprechen dürfen. Ich habe gedacht, wie bitte? Ja, das Thema wurde angesprochen, ja, und dann wurde immer, weil es ist passiert in einer Phase, wo es ihr selber nicht gut ging, ja, wo sie ausgenutzt wurde. Und es wurde immer wieder da auf diese Situation, aber das Eigentliche, was passiert ist, wurde immer auf die Seite gestellt. Und sie schon, sagt schon, ja, dann habe ich scheinbar einen Fehler gemacht. Und es tut mir so weh, ja, so diese Äußerungen nicht ernst genommen zu werden. Und das, wie du gesagt hast, ob das Kind, Frau in jungen Jahren oder Mann auch, ja, natürlich, sexuelle Übergriffe passieren genügend Männern auch. Und also den Raum aufmachen, ganz genau. Ich glaube, dass es darum geht, sich zu jemanden zu suchen, wo man das Gefühl hat, das kann ich dort ansprechen und ich werde ernst genommen, weil das ist das Allerwichtigste, oder Sonja? Absolut. Und es ist ja gerade so Wörter wie traumasensible Beratung sind ja irgendwie in aller Munde und oder traumasensible Therapie, ja. Und da geht es ja vor allem mal darum, zu Beginn auch eine stabile Beziehung zu bieten. Ich glaube, wir können jetzt nicht erwarten, dass Personen zu uns kommen und gleich ihre schlimmsten Verletzungen auf den Tisch legen sozusagen. Dazu braucht es zu Beginn einfach eine Beziehung und ganz viel Stabilisierungsarbeit. Und Absolut, das manchmal kann ich unterstreichen. Das ist so wichtig. Das ist das Fundament der gemeinsamen Arbeit, auf alle Fälle. und manchmal ist auch nicht der Zeitpunkt oder die eigene Kapazität da, um jetzt sich mit einem schweren Lebensthema auch zu beschäftigen. Und Darf ich da kurz einhaken? Meine Beobachtung ist, dass bei den Frauen, wo das Thema aufpoppt, wenn sie einen Missbrauch körperlich oder emotional, psychisch erlebt haben, dass das erst dann aufpoppt, wenn sie bei einem Thema, mit dem sie eigentlich zu mir gekommen sind, gerade nicht weiterkommen. Ja, also was weiß ich zum Beispiel, sie wollen in die Selbstständigkeit kommen und verstehen es nicht, warum sie es nicht schaffen, zu Klientinnen zu kommen. Ja, und dann schauen wir da ein bisschen hinein und siehe da, poppt auf einmal dieses Thema auf, wo du dir denkst, was hat das Thema aus der Vergangenheit mit so einer schlimmen Erfahrung jetzt? Warum ist das da? Warum zeigt sich das jetzt? Und eigentlich sollten wir es ja immer in unserer Begleitung oder Beratung immer ganzheitlich sehen. Das heißt, wir sehen ja nicht nur den Menschen, so wie er heute ist,
sondern in seinen unterschiedlichsten Erfahrungen und Lebensstationen. Und so wie du sagst, Sonja, also wir bohren ja nicht gleich in der Vergangenheit, in der Kindheit herum. Wir schauen ja einfach mal, was ist heute da und worum geht es nicht. Und erst dann, wenn die Basis aufgebaut ist in unserem Arbeitsfeld, kann es sein, muss gar nicht sein, aber es kann sein, dass sich das Thema dann eröffnet. Genau, und ich gehe auch immer davon aus, wenn es dann da ist und kommt von selbst, wird es schon einen Grund haben. Ich beobachte auch, dass dann oft einfach auch eine Art Kapazität da ist für das Thema. Dass es bei Frauen ganz häufig so Mitte 40 herum bis Mitte 50, also so diese Perimenopause oder auch Menopause ist da oft so die Gelegenheit, auch wo solche Themen dann auch Platz finden oder sich wieder in den Vordergrund drängen. Und leider auch ganz häufig um die Geburten der eigenen Kinder, vor allem wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Und das ist auch etwas, wo zum Beispiel auch Hebammen oder Doulas auch geschult sind, da dann einen Umgang damit zu haben, weil das halt leider ganz häufig etwas ist, was da auftaucht, weil es halt auch bei medizinischen Maßnahmen sein kann, dass sich dann Frauen fremdbestimmt fühlen und da dann einfach auch was mit aufpoppen kann. Ja. Aber ganz, ganz häufig erlebe ich das tatsächlich so mit beginnend mit der 40 meistens. Ja. Was denkst du, warum das so ist? Was Das für ist, glaube ich, tatsächlich oft so, weil Frauen da plötzlich auch neue Kapazitäten haben, Kinder ein gewisses Alter haben, man nicht mal ganz in der versorgenden Rolle ist. Ich glaube, dass das auch hormonell eine Rolle spielt. Der Östrogenspiegel niedriger wird und auch so dieses, die Nestfunktion der Frauen, also dieses Nest zu halten und das Nest zu bieten, weniger da ist. Nicht nur, weil halt die Kinder schon größer sind, sondern das spielt auch hormonell eine große Rolle. Da ist ja neben der Scham, dass man das, wenn das mal passiert in den jungen Jahren, dass das so eingekapselt wird, das wird dann zur Seite gestellt, das wird dann nach Möglichkeit nicht mehr angeschaut, man möchte das ungeschehen machen, weil man normal sein möchte, oder? Ist das so ein, also das, so empfinde ich das oft, dass das Ich glaube, so. dass das gar nicht so eine bewusste Entscheidung ist, sondern viel öfter eine ganz unbewusste und eine aus dem Funktionieren müssen heraus ist. Genau. Wenn man Was so wiederum denkt, eine sehr gute Ressource eigentlich unseres Hirns ist, dass es einfach diese schlimme Erfahrung quasi abspalten kann, sodass du dein tägliches Leben normal erleben kannst. Weil wenn du tagtäglich mit diesen schlimmen Bildern oder körperlichen Gefühlen in Kontakt wärst, dann wäre das schlimm. Und dann, ihr Lieben, sollte es dich in dieser Art und Weise vielleicht betreffen, dann möchte ich dir wirklich die Empfehlung geben, da dir auch von der Schulmedizin eine Unterstützung zu holen. Weil das dürfen wir auch als Lebens- und Sozialberater und Beraterinnen sagen, auch wir haben unsere Grenzen und es gibt einfach wirklich Erfahrungen, die einfach in die Schulmedizin gehören. Und manchmal ist es so, dass du vielleicht schon deinen Lebensberater, deine Lebensberaterin schon seit längerer Zeit hast und immer wieder aufsuchst und auf einmal poppt dieses Thema auf und du merkst, das hat aber so ein großes Gewicht, dann ist es auch eine gute Möglichkeit, dass du beides zu dir hereinholst auf deinen Heilungsweg, nämlich dass du bei deinem Lebensberater, Beraterin bleibst und gleichzeitig vielleicht auch die Schulmedizin mit ins Boot hereinholst. Also ich finde immer das Ganze ganzheitlich, und zwar in meinem eigenen Universum, also Körper, Geist und Seele, aber auch auf meinem Heilungsweg ganzheitlich zu betrachten und alles auszuschöpfen, was mir zur Verfügung steht. Wie siehst du das, liebe Sonja? Also so der Unterschied zwischen Beratung und Therapie?
Ganz ähnlich wie du. Oftmals ist einfach die Beziehung, die zu einem Lebens- und Sozialberater oder Lebens- und Sozialberaterin vielleicht vorher schon da ist. Es ist ja, es geht ganz viel um Beziehungen und das ist ja auch wichtig. Und ich denke, es liegt auch in unserer Verantwortung als LebensberaterInnen, ja, da unsere Grenzen auch zu kennen und unsere Grenzen zu wahren. Ja. Da Menschen manchmal auch zu einer Psychotherapie hinzuführen. Und dass jeder Mensch ist dann natürlich selbstverantwortlich, das ist ganz klar, ja. Und ich würde niemals jemanden rausschmeißen, sozusagen, ja. Aber das nahezulegen, gemeinsam jemanden zu suchen, das ist für mich, deshalb ist auch so wichtig, gut vernetzt zu sein und Psychotherapeutinnen in der Gegend zu kennen und vielleicht auch schon eine Idee zu haben, wo sich der Klient, die Klientin wohlfühlen könnte, ja. Dann vielleicht auch eine gute Übergabe des Themas machen zu können. Und das ist auf alle Fälle was wichtig ist anzusprechen. Also das heißt nicht, dass du das Thema jetzt nicht bei deiner Lebensberaterin ansprechen darfst, gar nicht, überhaupt nicht. Und manche Themen gehören halt dann auch oder sind in der Psychotherapie besser aufgehoben, weil es dennoch auch ein anderer Rahmen ist, ja. Und auch von der Kassa zum Beispiel bezuschusst wird, ja, und dann kein Kurzzeitthema ist und vielleicht auch eine längere Psychotherapie notwendig ist, ja. Und ich bin in der glücklichen Situation, ja auch gerade am Weg zur Psychotherapeutin zu sein. Darum traue ich mich da also auch ein bisschen weiter rauszulehnen und zu sagen, okay, da gibt es viele Überschneidungspunkte und es gibt aber auch Grenzen und das sollte auch immer ganz klar sein. Und das heißt aber dennoch nicht, dass nicht beide arbeiten können. Man sollte nur immer davon wissen. Ja? Also Transparenz ist mir da immer wahnsinnig wichtig. Ich mache ja auch ganz viel Paarberatung und auch Sexualberatung im Paarsetting und so weiter. Ich habe oft KlientInnen, wo einer oder beide in Einzeltherapie sind, in einer Psychotherapie sind. Und das ist auch völlig fein und völlig in Ordnung. Ich will nur, dass die PsychotherapeutInnen das wissen. Ja? Das wäre meiner Meinung nach ungut. Weil dann natürlich mal was daherkommt und dann fragt man sich, woher. Und also Transparenz ist das Unglaubliche. Man hört ja immer wieder, dass Gewalt und Missbrauch eigentlich gar nicht so weit herkommt, sondern oft in den eigenen Familien passiert. Genau. Und welche Erfahrung hast du da oder welches Wissen möchtest du mit unseren Zuschauern teilen? Es ist tatsächlich so, also dass Missbrauch in körperlicher Form, also sexueller Missbrauch oder auch geschlagen zu werden, körperlich missbraucht zu werden, hauptsächlich in den Familien beziehungsweise in den engsten Freundeskreisen stattfindet, durch Nachbarn, Onkeln, Tanten, durch Freunde der Familie, Ex-PartnerInnen sind da auch ganz häufig genannt. Und Fremde ist wirklich eine ganz geringe Prozentzahl. Ich glaube, das ist auch was man wissen sollte als, wie soll ich sagen, als Mensch einfach auch, wenn man anderen Menschen begegnet und vielleicht mal was beobachtet auch, ne? Ja, was Ja. das Ganze noch mal schwieriger macht, nicht? Weil wenn ich jetzt Extrem, ja. ein Beispiel hernehmen darf und bitte stoßt euch nicht an diesem Beispiel, es ist nur irgendein Beispiel. Aber wenn ein Mädchen vom Vater vielleicht misshandelt worden ist, den Vater selbst auch nochmals dann zu verraten, ist nochmals auch eine andere Geschichte als jemanden anderen, der möglicherweise dir etwas Schlimmes zugetragen hat, an der Straße irgendwo oder keine Ahnung was, nicht so. Und weil ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass jeder Mensch unterschiedlichste Anteile hat. Und dann gibt es vielleicht diesen Anteil des Bösen. Ich nenne das jetzt einfach mal so, ja,
Aber das ist ein Teil und gleichzeitig kann aber diese Person auch etwas Liebevolles haben und vielleicht auch etwas Fürsorgliches, ja, was dann irgendwie sich manchmal in unseren Köpfen ja gar nicht ausgeht. Wie kann jemand, der so nett war und auch alle gegrüßt hat und auch nett geplaudert hat, dann vielleicht der kleinen Fünfjährigen da so etwas angetan haben, nicht? Und das dürfen wir einfach nicht vergessen, dass es für die betreffende Person, wenn es in der Familie stattfindet, nochmals eine Hürde ist oder Hürde sein kann, wollen wir es so aussprechen, weil da eben so etwas mitschwingen kann wie der Verrat an ein Familienmitglied oder an einen Anteil von diesem Familienmitglied, der eigentlich aber trotzdem auch etwas Nettes hat oder der eigentlich mein Vater ist oder meine Mama ist. Und ich würde mal sagen, dass es in unserer menschlichen Natur ist, dass wir das brauchen, dieses Gefühl von Papa und Mama geliebt zu werden. Ganz gleich, was du erlebt hast. Aber das ist etwas Archaisches, das ist in uns drinnen, das hat nichts mit unseren Gedanken zu tun. Und widerspricht dann manchmal aufgrund der Erfahrung. Realität leider, Ja. ja. Und das mache ich jetzt den Bogen zu einem Vokabel, das vielleicht ihr oder viele von den Zuhörenden auch kennt, und das ist das Täterintrojekt. Und das hat auch ganz viel mit der Scham zu tun, das du an mir vorher angesprochen hast. Es ist gerade, wenn Kindern etwas passiert und je kleiner die Kinder sind, ja, die können sich das ja nicht erklären. Ja. Und da passiert es ganz häufig, dass ein Anteil des Täters praktisch verinnerlicht wird. Und Dinge, die der Täter, die Täterin gesagt hat oder getan hat, zu einem eigenen werden. Es ist eine Bewältigungsstrategie, weil es praktisch so schlimm ist, was da passiert. Und da das Machtverhältnis aber so verschoben ist, dass man nicht aus kann, wird das praktisch verinnerlicht und das die eigene Realität genommen. Und das sind meistens sehr destruktive Gedanken, die von diesem Anteil ausgehen. Sehr, sehr negative Sätze, sehr destruktive Handlungen, die von dem ausgehen. Ja, wie, ich bin ja sowieso nichts wert, ich bin immer an allem schuld. Ja, das sind ja sehr allgemeine Dinge, die ich jetzt sage. Ja, aber das muss nicht immer von dem kommen, muss man es auch sagen. Ja, so Ja. allgemeine Sätze. Ja. Aber das nennt man halt so Täter-in-Projekten, wo das Kinder so verinnerlichen. Ja. Und das ist was, wo man ganz lange gut damit leben kann. Und das kann eben sein, dass das dann zu einem Zeitpunkt, wo man selber auch die Kapazität dafür hat, ja, dass das dann aufpoppt sozusagen und sich das dann anschauen darf. Und dass da auch die Validierung passieren darf, okay, das ist jetzt nichts, was von dir kommt, das ist was, was du früher gehört hast. Das war früher mal nützlich, dass du das so sein hast lassen, aber jetzt ist es nicht mehr nützlich, ne? Und das ist eigentlich ein Teil, der gar nicht dir gehört. Das ist eine Art von Arbeiten, wie man mit solchen Tetra-Projekten auch arbeiten kann. Und auf der anderen Seite gibt es das natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer patriarchalen Ebene, ja? Wie diese Denkweise, die ganz weit verbreitet ist, naja, Männer und ihre Hormone, die haben sie ja nicht unter Kontrolle und so in der Richtung, als Frau bist du ja selber schuld, wenn du einen kurzen Rock anziehst. Das ist eine zutiefst patriarchale, in der Gesellschaft wahnsinnig tief eingegrabene Sichtweise, die halt überhaupt nicht förderlich ist. Weil das führt dann zu dieser Opfer-Täter-Umkehr. Ja? Ist dann plötzlich das Opfer schuld, als hätte es irgendwas gemacht. Und da habe ich letztens einen Artikel dazu gelesen, das dürfte zurückgehen auch auf die Kolonialherrschaften, die wir im westlichen Europa ja auch gehabt haben, gerade in Afrika und so. Damit wurde sich sozusagen erklärt, warum weiße Männer sich an einheimischen Frauen vergehen.
Und dass sie das dann zu Hause praktisch auch rechtfertigen konnten. Ja, wir haben ja Triebe und wir können ja nicht anders. Ne? Also das ist schon, ich glaube, das ist auch was, auf das man ruhig in der Beratung auch aufmerksam machen kann, dass es diese Mechanismen gibt. Und wir haben gerade, weil ich vorher schon gesagt habe, ich studiere Psychotherapiewissenschaften und wir diskutieren auf der Uni ganz viel, ist Psychotherapie politisch? Und ich finde auch, dass Beratung politisch ist und da auch politisch sein darf und solche gesellschaftlichen Mechanismen auch aufzeigen darf, dass sie oft gar nicht so viel mit der Person an sich zu tun haben, sondern in dem System, in dem wir leben, einfach auch. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nur weil es mal so war und Ausreden genutzt wurden, ja, heißt es ja nicht, dass das jetzt die nächsten, weiß ich, wie viele Jahrhunderte noch so weitergehen darf. Ja. Es ist ja, im Endeffekt ist es ja eine Ausrede für etwas, was da getan wird und das funktioniert, wie gesagt, bei den Kindern, weil du warst, wenn du nicht brav bist, dann, ja, so dieses, egal in welchem Kontext. Und das frisst sich bei uns so fest, dass dann eben im Erwachsenen, Leben ja tatsächlich einige, Frauen dann wirklich, wo ist meine Mitschuld? Immer wieder fragen, ja, wo man dann sagen, das kann es nicht sein. Also du kannst doch nicht schuld sein, wenn sich jemand selber nicht im Griff hat. Also da gibt es doch gerade heute Möglichkeiten, wenn ich als Mann zum Beispiel, also bei umgekehrt kann das ja genauso passieren, dass es da Möglichkeiten gibt, auch darüber zu reden. Ja, und es gibt genügend niederschwellige Angebote, wo man sich hinwenden kann, um, also zum Beispiel, wenn man jetzt mal Richtung Pädophilie geht, zum Beispiel, ja, es gibt viel mehr Menschen, die, wie soll ich sagen, das in sich tragen, ja, aber es leben nicht alle aus, weil viele ja einfach dann vom Kognitiven her schon wissen, sie dürfen das nicht. Und Gott sei Dank es dann auch nicht umsetzen und sagen, hey, ich habe doch so einen Druck in mir, ich hole mir eine Hilfe. Also das ist ja, weil dieser Mensch kann ja nichts dafür. Ja, also der ist nicht geboren worden, hat gesagt, ich möchte das jetzt unbedingt in diesem Leben erfahren. Aber er merkt einfach, dass das gesellschaftlich, dass das nicht anerkannt ist, dass ich da etwas habe, wo ich mich hinwenden kann, um mir eine Unterstützung zu holen. Und so ist das ja in ganz vielen anderen Missbrauchsfällen sozusagen oder Missbrauchebenen genauso. Wenn ich merke, ich stelle mich ständig über jemanden, weil ich den klein machen muss, dann darf ich mich selber fragen, woher habe ich das dann? Ja, da dürfen wir nicht immer da, oder das ist so diese Gesellschaft einfach, dass das Opfer ist ja, das Opfer. Das wird schon irgendwo herkommen, warum es Opfer geworden ist, so nach dem Motto, ja. Aber es gibt ja beide Ebenen und auch die andere Seite darf angeschaut werden. Ja, genau. Und das ist auch so die Gefahr eigentlich, ja. Dass man das noch ein bisschen befeuert in einer Beratung mit so, ja, und jetzt schauen wir gemeinsam, wie du in Zukunft Grenzen ziehen kannst. Ja, schon. Aber das kommt erst ganz am Ende. Ja. Und nicht irgendwo am Anfang des Prozesses, wo einmal geklärt werden muss, nein, das war nicht okay und du bist das Opfer und das hätte nicht sein dürfen und so weiter und so fort, ja. Aber wenn man zu schnell da in das Lösungsorientierte sozusagen reingeht und sagt, naja, aber gut, jetzt schauen wir aber, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, kann das eher so diese Schuldthematik befeuern, ja. Und da muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Ich verstehe den Gedanken dahinter und das Mal ist natürlich klar, ja. Und da wirklich auch tatsächlich aufzupassen, weil das würde einem Ghosting fast gleichkommen. Mir ist eine Frage gekommen, bei dem, was Anja auch gesagt hat. Hast du das selbst schon mal bei dir in der Praxis erlebt oder auch davon gehört, dass Täter in die Therapie oder in die Beratung kommen? TäterInnen für sexuellen Missbrauch, nein. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Gewalt, ja.
Halt, tatsächlich schon. Ich denke, dass es einfach noch einmal sexueller Missbrauch ist, noch einmal schambesetzter. Es ist dann gerade, wenn es Richtung Pädophilie geht, ist es ein eindeutiges Therapiethema. Ich glaube, dass das die Leute auch wissen. Zumindest war das bei mir noch nie da. Und fairerweise muss man jetzt sagen, es ist wahrscheinlich jetzt nichts. Glücklicherweise nicht so häufig. Ja? Also ich habe jetzt keine Zahlen da, aber es ist jetzt bestimmt nicht so, wie man das jetzt jeden dritten Mann oder jede dritte Frau betrifft. Ja, also das sind wir weit davon entfernt. Ja. Und bei Gewalt schon, ja. Doch, doch. Und das ist, es gibt glücklicherweise auch sehr viele kostenlose Angebote, gerade was auch TäterInnenbegleitung betrifft. Bei Gewaltthemen. Und ich hatte aber auch schon Menschen, die gesagt haben, okay, ich merke, ich habe da so Tendenzen in mir, ich will das bearbeiten. Oder auch Menschen, die teilweise auch so vorgeschriebenen Angeboten waren. Manchmal kriegt man ja dann, muss man ja sowas dann machen, vom Gericht her auch. Ja. Und die dann nach so einem Angebot gesagt haben, okay, ich hätte jetzt gerne noch eine private Begleitung, ich hätte da jetzt gern weitergemacht. Ja. Und möchte man das auch selber zahlen, zum Beispiel. Ja, das ist, Menschen haben ja dann Gründe, ja. Und solange das jetzt nichts Diagnosewürdiges ist, kann man ja mit den Menschen arbeiten und sich auch bei dem Thema rausziehen. Ja. Da geht es dann ganz viel natürlich um die eigenen Emotionen, ja, Emotionsregulierung. Ich denke mir, das ist ein guter Start vielleicht für diejenigen, die sich sozusagen als Täter oder Täterin sehen. Vielleicht auch ein guter Einstieg wäre, wenn sie merken, da ist so viel Scham und Angst vor, was passiert dann. Vielleicht auch mal die Telefonseelsorge oder Telefonberatung vielleicht einmal in Anspruch zu nehmen, weil es doch ein bisschen mehr anonym ist. Aber es ist die Möglichkeit, erstmals vielleicht darüber zu erzählen und sich jemanden anzuvertrauen. Absolut. Telefon oder inzwischen gibt es auch ganz viele Online-Beratungsstellen. Das ist Ja. oft noch etwas einfacher für die Menschen. Und vor allem dort dann auch die Erfahrung zu machen, okay, da kommt jetzt nicht gleich die große Verurteilungswelle daher, weil das Ja. wäre überhaupt nicht hilfreich, vor allem wenn sich eine Person von sich aus meldet, ja, und da etwas tun möchte. Und da braucht es große Erfahrungen. Ihr gesagt hast ja, das ist wahnsinnig schamhaft, das natürlich, ja. Und Scham ist eine ganz, ganz tief liegende soziale Emotion, die ja immer mit der Botschaft daherkommt, du bist nicht okay, ja, oder ich bin nicht okay. Ja. Und wir haben jetzt vorhin auch ein bisschen schon darüber gesprochen, wann poppen denn solche Themen auf? Und also wie zum Beispiel, das kann einfach sein, dass ich so in der Lebensmitte bin, dass einfach in meinem Leben es größere Veränderungen gegeben hat, in meinem Alltag. Und das kann halt auch stattfinden, wenn du mit einem ganz anderen Thema in die Lebensberatung kommst und auf einmal merkst du, dass das Problem, was im warum du gerade da bist, dass das eigentlich irgendwo so ein bisschen eine Verbindung hat mit dieser alten Geschichte. Und da erfahre ich zum Beispiel auch immer wieder in den Gesprächen, dass die Frauen, und ich arbeite ja hauptsächlich mit Frauen, dass die heute noch zum Beispiel, also wir haben von Scham schon mehrmals gesprochen, aber dass sie sich auch beschmutzt und unrein fühlen. Und ich finde, dass das auch ein wichtiger und wesentlicher Bereich ist, der Raum braucht, ja, um erstens mal auch gesehen zu werden, weil oft sind es die inneren Kindanteile, die heute noch sich beschmutzt fühlen. Und da möchte ich euch auch nochmals als die, die jetzt dazuhört und noch mit dabei seid, weil es ist schon ordentlicher Stoff, was wir da heute besprechen, dass ihr da auch vielleicht mal die Körpertherapie in Anspruch nimmt, also durch Shiatsu, durch Kranio. Es gibt ja heute Gott sei Dank so viele Möglichkeiten, um sich wirklich auf ganzheitliche Art und Weise begleiten zu lassen, um Heilung, um Ruhe im Nervensystem auch wieder zu bekommen. Und jetzt wollte ich aber da meine Frage noch ein bisschen ausholen. Also wir haben eben diese zwei Möglichkeiten jetzt schon angesprochen,
wie so ein Thema sich eröffnen kann. Es kann zum Beispiel ja auch über Träume kommen, habe ich auch schon erlebt, oder so die sogenannten Flashbacks. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen zu den Flashbacks und wie sonst noch möglicherweise so ein Thema sich auch zeigen kann? Wie sich sonst noch so ein Thema zeigen kann, ist, wenn du zum Beispiel in eine Situation kommst, die der ersten Situation ähnlich ist. Ja? Das kann jetzt eine Person sein, die vielleicht an den Täter, an die Täterin erinnert. Das kann, muss aber gar nicht von der Person abhängig sein. Es kann einfach eine Situation sein. Und wenn die Kapazität dann da ist, dann kann es zu solchen Flashbacks kommen. Das heißt, es können plötzlich Erinnerungen kommen, die bisher gut zugedeckt waren und die dann an die Oberfläche kommen und wo sich die Menschen dann denken, oh, wo ist denn das jetzt auf einmal hergekommen? Ja, das war mir ja vorher gar nicht zugänglich. Das ist etwas, was im Unbewussten gut beiseite gelegt war und plötzlich dann wieder auftauchen kann. Ja. Flashback ist ein Begriff, der eigentlich aus der posttraumatischen Belastungsstörung kommt. Dafür sind Flashbacks typisch. Ich glaube, wovon wir da sprechen, sind eher so Erinnerungen, die ganz unwillkürlich auftauchen. Zu einem Zeitpunkt, an dem sie jetzt eigentlich nicht unbedingt was zu suchen haben. Ja. Und durch ganz unterschiedliche Trigger, oder? Es kann durch eine Ja, Musik passieren, durch einen Geruch, durch ein Wort, durch einen Menschen, der einen ähnlich erscheint genau. oder eben wirklich so eine ähnliche Situation. Also da ist ja wirklich alles möglich, gell? Ja, Das, und das. oft haben die Leute dann das Gefühl, sie bilden sich da jetzt irgendwas ein und oder spinnen oder es hat vielleicht etwas damit zu tun, was sie gestern im Fernsehen sich angeschaut haben. Und weil sie das einfach nicht mehr am Schirm haben, diese Erfahrung, nicht? Und da zählt eigentlich auch das dazu, was ich heute zu Beginn schon mal gesagt habe, rund um die Geburten. Ist einfach so also das ist jetzt nicht unbedingt eine Zeit, wo man jetzt Kapazität dafür hätte, dieses Thema zu bearbeiten. Und das sind oft so Erfahrungen, die so etwas triggern könnten. Ja, auch Trigger ist ja so ein Wort, das eigentlich aus der Traumatherapie kommt und aber so den Weg in unsere Alltagssprache gefunden hat. Ja, aber gerade bei dem Thema, dass wir da jetzt sprechen, ist es eigentlich richtig aufgehoben. Ja, weil da sprechen wir wirklich von Triggern, die kommen können. Und eine Situation, wo so etwas noch auftauchen kann, ist bei TherapeutInnen, die mit dem Körper arbeiten. Heißt Massage, Physiotherapie, solche Dinge, Ergotherapie zum Beispiel, immer wenn man mit dem Körper arbeitet, können Emotionen hochkommen und mit den Emotionen können auch Erinnerungen hochkommen. Und da auch noch einmal einen Aufruf an die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Körper arbeiten, ja, die da ausgebildet sind, aber auf der psychischen Ebene nicht ausgebildet sind, bitte schickt sie mal weiter. Ja. Baut euch ein gutes Netzwerk auf, gibt es die Karte mit, gibt es die Flyer mit, weil habe ich schon öfters einfach auch mit Körpertherapeutinnen, die jetzt nicht auf der psychologischen Seite eine Ausbildung haben, gesprochen. Für die ist das natürlich auch schwierig, weil deren Auftrag ist ja ein ganz ein anderer. Ne? Ja, absolut. Und es ist Also dann ich kann das einfach. auch nur. Sag Kannst mal. Also ich wollte da anknüpfen, dass man wirklich etwas Handfestes mitgeben kann, weil dann zu sagen, ich kann das nicht handeln, du musst dir jemanden suchen, das ist dann die Schwierigkeit, weil jetzt ist da was aufgepoppt und dann gehe ich da raus und weiß überhaupt nicht, wo ich mich festhalten darf. Ja? Und zumindest, wenn ich ein Kartal in der Hand habe oder zumindest schon eine Telefonnummer, weil man die zusammen aus dem Internet gesucht hat, ist dann einfach wie so ein Anker, wo man sagt, ich habe den nächsten Schritt in der Hand. Ja? Ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig, was du vorhin nämlich auch schon gesagt hast, dass das so dieses Vernetzen, dieses gemeinsame Raussuchen und genau dieses Begleiten zum nächsten Kollegen in welcher Art und Weise auch immer. Genau. Absolut. Also
Vielleicht darf ich da noch ergänzen, das war für mich zum Beispiel immer der Beweggrund, das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Deswegen, ich bin Körpertherapeutin und also mit Shiatsu, mit Kanyo, mit traumasensibler Begleitung und Beratung und Lebensberaterin, weil ich einfach weiß, dass das alles zusammenhängt. Ja, und ja, ich verstehe es natürlich, wenn Kollegen und Kolleginnen in den unterschiedlichsten Berufsgruppen sich auf das eine oder andere spezialisieren möchten. Und ich finde es wirklich auch bemerkenswert und bewundernswert, wenn immer mehr Menschen draufkommen, dass wir einander gegenseitig ganzheitlich begleiten. Und das finden wir ja auch mittlerweile in der Schulmedizin, nicht nur und auch im beraterischen Kontext und natürlich auch in der Energetik hört man davon immer wieder. Also ich schließe das eine vom anderen ja gar nicht aus. Und das finde ich sehr kostbar. Und ich glaube, da dürfen wir auch als Menschen, die sich Unterstützung suchen, gut hinschauen. Wer ist mein Berater? Wer ist meine Beraterin? Wer ist die richtige Person? Und deswegen empfehle ich da auch wirklich jeden, einfach mal zu einer Schnupperstunde zu kommen, um einfach im Erstgespräch herauszufinden, ist das die Person, mit der ich da jetzt ein Stückchen meines Weges gehen möchte. Das ist das Beste. Absolut. Genau. Ja, ihr Lieben, abschließend wollt ihr vielleicht noch, weil wir sind schon fast bei, glaube ich, über einer Dreiviertelstunde, wollt ihr vielleicht noch etwas, poppt noch eine Frage auf oder wollt ihr noch etwas gerne ergänzen? Anja. Sonja, wolltest du zuerst? Hast du einen Gedanken? Also Der Gedanke, der mir nochmal kommen ist, ich wollte einfach nochmal betonen und dann den Menschen auch Mut zu sprechen, wohin zu gehen, sich jemanden zu suchen, es anzusprechen, falls da schon jemand ist. Ja. Und ja, aber was die Scham braucht, ist ein gesehen werden und ein Ansprechen. Und da wollte ich den Menschen nochmal Mut machen. Ja. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das ist eine Last, die man so lange mit sich rumträgt, die so erdrückend sein kann. Und eine Erfahrung, die bei mir auch so ist, ist oft, dass viele es schon mal bei jemandem irgendwie versucht haben anzusprechen, da aber, weil aus welchen Gründen auch immer, oft ist es ja so die eigene, dieses nicht damit umgehen können, dass das Thema quasi fallen gelassen wird, ja, oder da keine Unterstützung kommt. Dass es, wenn es einmal so ist, dass man dann trotzdem, wie du sagst, den Mut haben darf, da wirklich sich an jemanden zu wenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und das ist wie in allen anderen Themen auch. Manchmal matcht es eben nicht beim ersten Mal. Ja, ob das jetzt im Beruf, also nicht nur in dem Ja. professionellen Kontext, sondern das ist ja, wie gesagt, viele Klienten sagen, ich habe das meiner Tante erzählt. Die hat aber vielleicht auch nicht damit umgehen können. Und dann wird es eben ja jahrzehntelang verschwiegen oder geschwiegen darüber, dass man das einfach trotzdem, weil einer mal nicht zugehört hat, ja, weil er es selber nicht konnte eventuell, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und es ist so wichtig, dahin zu gucken, ob das jetzt emotionaler Missbrauch ist, ob das ein psychische Gewalt ist, weil es läuft alles unter Gewalt. Oder dann tatsächlich ein sexueller Übergriff da war, dass wir darüber, dass du nicht verdammt bist, ein Leben lang ein Opfer zu sein oder in dieser Opferhaltung zu leben, sondern dass man wirklich sagen darf, ich schaue mir das an und ich suche mir eine Unterstützung. Ja, also wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht können wir auf ein oder zwei Telefonnummern noch dazugeben unter dem Video, dass man da einfach so ein niederschwelliges Angebot hat, einfach mal. Jetzt habe ich es verstanden, dass es nicht okay war, dass mir das passiert ist und ich darf daran arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch wenn es ein schweres Thema ist, aber es ist ein Thema, was man, wie Bettina am Anfang gesagt hat, mit sich heilen kann, in sich heilen kann. Wir können es nicht wegstellen, ja, aber wir können es in uns heilen und unser Leben ja auch dadurch nochmal eine neue Wendung geben, weil es wird einfach ganz viel Freiheit entstehen, wenn das Thema mal ausgesprochen ist.
Ihr Lieben, ich danke euch vielmals. Ich weiß, nicht so einfach auch für uns als Lebensberaterinnen darüber zu sprechen. Und doch wollten wir euch, ihr lieben Seelen, euch Mut machen. Habt keine Angst, wenn es euch betroffen hat oder wenn ihr vielleicht wisst, dass es irgendwo anders stattfindet. Lasst uns darüber sprechen, lasst uns gemeinsam uns helfen. So möchte ich es vielleicht, ich glaube, beenden. Und ich denke mir, so können wir gemeinsam gesund in eine neue Richtung gehen und müssen, können auch das Alte mal verabschieden und ja, und mit Freude uns dem Neuen zuwenden. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für den Raum heute. Vielen Dank da draußen fürs Zuschauen, Zuhören. Und wie gesagt, wenn was aufgepoppt ist, lasst es uns wissen. Lasst uns miteinander in der Lebens- und Sozialberatung darüber sprechen. Alles Liebe.